euch speziell hier mit dem zweiten Stock unserer Dauerausstellung eigene Exponate ausgesucht, die euch selber persönlich interessiert. Heute ist dann der Tag, wo ihr selber ein bisschen was davon erzählen könnt, was ihr so gemacht habt in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, spielt halt im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und einen deutschen U-Booten spielt es halt. Und da geht es darum, dass halt ein deutscher Reporter dann halt mit aufs Boot, also aufs U-Boot halt geht. Und dann wird halt darüber halt die ganze Geschichte erzählt, wie es halt im Zweiten Weltkrieg ist und was halt passiert. In dem Rahmen heute hier war ich halt hier bei, habe ich halt die Kamera hier vorgestellt, und zwar die Ariflex 2C. Die wurde halt für das Boot entworfen von Just Volcano, der Kameramann für das Boot. Da ist halt das Problem, da kommt man halt schlecht durch diese kleinen Luken, die halt im U-Boot sind, die halt die einzelnen Abteile im U-Boot unterteilen. Und dafür musste er dann logischerweise was entwickeln. Und da hat er sich halt dann die Physik zunutze gemacht und hat dann hier diese Gyrostabilisatoren entwickelt. Und dadurch, dass es halt schnell, ganz schnell dreht, wird halt dieses ganze Gerät, die ganze Kamera wird halt dadurch stabilisiert, weil die sich halt die Kräfte dann ausgleichen, die halt dann beim Laufen passieren. Und deswegen sehen halt die Sets auch so aus, als wären es wirklich, als wäre man wirklich genau drin. Also das Alien, das Lieblingsexponat ist von mir, weil man kommt hier rein und sieht es direkt. Und im Film zum Beispiel sieht man nicht so viel vom Alien, auch wenn wir jetzt hier sehen, zum Beispiel wirkt es jetzt vielleicht, wenn man sich es genauer anguckt und sich überhaupt nicht bewegt, gar nicht unheimlich. Ich hatte Ausschnitte gesehen, aber glaube ich nie komplett den ganzen Film, und dann ist mir halt das Alien direkt aufgefallen. Dann habe ich mich dafür interessiert, wie vielleicht das Alien eingesetzt wird. Also nicht als Ganzes, sondern dass es schon reicht, wenn nur eine Kleinigkeit zu sehen ist vom Alien, zum Beispiel eine Hand, und dass man dann schon sieht, wie das Alien so ist oder wie es aufgebaut ist. Mein Lieblingsexponat ist das rote Kleid von Lola. Also ich finde es schön, weil es sehr weiblich ist. Ja, weil es so schön glitzert und so viele verschiedene Stoffe hat. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe zudem nichts vor und ich bekomme halt die DVD vom Film. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen, als ich das gesehen habe. An dem Objekt wird halt so gut deutlich, wie so Mimik, wie sich das verändern kann, und halt diese Figur wirkt irgendwie einerseits so richtig zerbrechlich, fast so porzellanartig durch dieses Weiß und so diese dünne Statur und alles, aber andererseits halt auch so ein bisschen skelettähnlich, das halt so voll gruselig wieder wirkt. Mit was da gespielt wird, große Augen, irgendwie klein, das kennt man ja auch von kleinen Kindern, oder irgendwas, was man niedlich findet. Also das ist so ein Animationsfilm von Tim Burton. Das ist ja generell von so Animationsfilmen oder so, dass man sozusagen ein bisschen rumexperimentiert, was wirkt gut. Und das war halt auch was davon. Also ich denke mal, jeder von euch kennt Star Wars. Und so haben wir hier einen Darth Vader-Helm, natürlich original. Und zwar ist es ein Testhelm, der wurde für die Beleuchtung verwendet. Darth Vader-Helm, weil ich die Charaktere gut finde. Einmal Yoda und einmal Darth Vader finde ich die besten. Und letztendlich habe ich mich dann für Darth Vader-Helm entschieden. Wir hatten das Problem, dass das Helm Licht reflektiert. Man kann es auch hier sehen, dass hier das Licht reflektiert wird. Und dafür haben sie auch Testhelme verwendet. Und zwar wurde es in dem Film Star Wars Episode 4, das Imperium schlägt zurück, verwendet. Ja.
eigentlich kann ich nur die Charaktere, den Filmen habe ich erst in den, also die zwei Filme habe ich geschaut. Ich freue mich auf die nächsten Episoden, die ich noch nicht geschaut habe. Bei der Blechtrommel ist es so, wenn man bei ungefähr sich mit Farbsymbolik auskennt, dann weiß man, dass eigentlich Rot mit für die Schuld steht, wie mit dem roten Kleid. Weiß, da denkt man auch sofort zum Beispiel an Engeln oder an kleine Mädchen mit weißen Kleidern, also im Grunde Unschuld. Und David Bennett spielt ja in der Blechtrommel den kleinen Oscar. Oscar ist im Grunde auch so eine Gegensatzfigur wie Lola oder wie die Blechtrommel an sich, weil er sehr viel Dinge tut, die man als Schuld abstempeln könnte. Aber gleichzeitig bleibt er ja immer klein, also wie ein Kind. Und deshalb habe ich mich einfach für die Blechtrommel entschieden, weil es das beste Beispiel ist, wo man die Farbsymbolik anwenden kann. Bin ich ein bisschen nah an dir dran. Ja, war halt sehr lustig, Spaß gemacht, war ganz cool gewesen. Dann waren diverse Schreibworkshops noch gewesen. Also wir hatten einen Schreibwerkstatt zum Beispiel. Dann gab es noch mal einen Kurs, wo wir Geschichten geschrieben haben, wo wir uns in einem Film dann hineinversetzen sollten. Ihr habt die Möglichkeit, in euren Lieblingsfilm einzutreten und eure Aufgabe ist zu zeigen, was passiert. Wie bin ich? Wie verändert sich diese Welt? Wir haben 30 Minuten Zeit. Ja? 30 Minuten könnt ihr in euren Lieblingsfilm eintreten. Und es war eine sehr interessante Erfahrung, weil man nochmal ein bisschen anders auf den Film geguckt hat. Und Interviews hatten wir auch gehabt. Dann fangen wir mit der zweiten Frage an, und zwar, in was sind deine Lieblingsgenres? Okay, das war jetzt eigentlich so meine erste Frage, die überspringe ich jetzt einfach mal. Dann kommen wir zur dritten Frage, und zwar, wovon hängt das quasi ab, ob du einen Film magst oder nicht? Achtest du da auf bestimmte Sachen, auf den Content, die Schauspieler? Kommen wir zur nächsten Frage, und wieso nimmst du an diesem Projekt teil? Scheiß mich, Fragen gehen mir aus. Ich hab gar keine Abschlussfrage jetzt. Bin jetzt fertig? Ich glaube schon. Kat oder Kenan? Also einmal hatte ich auch so eine Fotoentwicklung. Da waren wir in Städel im Fotolabor und haben so Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt sozusagen. Also hatten erstmal das Foto, haben es dann in Negativ umgewandelt und dann wieder Abzüge davon gemacht. Da haben wir uns Objekte ausgesucht, die uns gefallen haben. Wir haben ein Foto davon gemacht und da haben wir es dann analog entwickelt. Es war auch auf jeden Fall interessant, weil ich noch nie vor einem Fotolabor war oder so. Bei der Filmentwicklung, also da haben wir mal gesehen, wie man halt einen Film entwickelt, praktisch im Labor. Ja, sind sehr interessante Bilder entstanden, hat Spaß gemacht, ein bisschen experimentiert. Ja, war ganz cool gewesen.